Ja, wir schauen uns jetzt einmal den Drachenuferpark an. Hier scheint man einiges machen zu können. So langsam kommt auch die Erinnerung wieder. Wir schauen uns das ja einmal in einem Part an. Ja, und dann gucken wir mal, Willkommen was zur hier so geht. Drachenufer Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Startklar? Okay, versuchen, dann werden wir mal versuchen, 10 Achtung, Marken deine zu Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll erringen. hier. Alle Ballons zum Platzen bringen. Einfach nur wahrscheinlich noch springen, ne? Oh, ja. Okay. Oh, verdammt. Wow, das hat sich ja Da bin ich ein bisschen zu. Ja, sicher wehgetan. Frag mal das arme Baby auf den Gleisen. Da bin ich ein bisschen zu spät gesprungen. Ja, im ersten Teil, da gab es am Ende noch die Schatzkammer, wo man einiges sammeln und machen konnte. Also nicht sowas hier, sondern sowas wie, da muss man so Flugzeuge noch erwischen, ne? Gut gemacht, Und Drache. jetzt so, das Hier ist finde ich eine echt Marke cool. für dich. Eine Marke, alles klar. Okay, ich lege jetzt diesen Noch Schalter mehr um. schnell fahren. Dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Machen wir. Die Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön früh. Ja, okay. Na, dann geht's nämlich auch noch links lang. Gucken wir gleich mal. Ah, das war zu früh. Das hat sicher wehgetan. Möchtest du noch eine Fahrt versuchen? Ja, will ich gerne. So, ich. Einen Moment nur. Meine Katzen haben hier gerade ein bisschen was. Hatten hier Unsinn im Kopf, aber. So, wir schauen uns das jetzt Die einmal Acht auf an. deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön. Gut. Es ist nicht ganz, ob er uns hier die Richtung trotzdem vorgibt, weil ich habe gerade schon mal in nach links gedrückt und er ist trotzdem nach rechts gefahren. Mal gucken, ob das jetzt automatisch macht. Ich würde jetzt gerne nach links. Ne, warum macht er das nicht? Okay. Muss ich wohl länger gedrückt halten in die Richtung. Na gut. Aber das klappt jetzt auf jeden Fall gut. Oder auch nicht. Eigentlich solltest du nach links. Okay, nächster Versuch. Der fährt wieder nach links. Ich schau mal kurz. Ich teste mal kurz was. Okay. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das nur mit dem Analogstick geht und nicht mit dem Steuerkreuz. Ja, okay, muss ich mit dem Analogstick machen, nicht dem Steuerkreuz. Alles klar. Gut, dass er dafür genug Schwung hatte. Gut, dann fehlen uns nur noch die aus der Runde hier links gleich, denke ich mal. Und zwar ja nichts mehr. Ja, sehr gut. Hey, nicht übel. Hier ist noch eine Macht. Danke. Gesundheit. Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Mit der Kanone und dem Diesmal musst Ballon du auch mit der abschießen. Kanone an deinem Wagen Ballons abschießen.
Möchtest du es gerne mal versuchen? Versuchen wir es mal. Deine Mitfahrer. Heute ist es. Okay. Also die roten muss ich dann so abschießen. Ah, okay, da ist noch ein. Ah, da sind zwei rote, die ich verpasst habe. Und wieder. Ah, ne, den habe ich noch getroffen. Und den auch, sehr gut. Ah, noch getroffen, gut. Eigentlich, okay. Habe ich wohl zu spät nach links gehalten. Naja, was soll's. Ich glaube, den habe ich nicht getroffen, ne? Ne, gut. Das war da gleich nochmal vorbei. Wow. Shit, an dieses Kind hatte ich gar nicht mehr gedacht. Na. Da, gut, dass die die extra so dick und rot gemacht haben, wie man mit der abschießen muss. Ja, da habe ich zu spät nach links gedrückt wieder. Okay. Könnte aber sein, dass das die letzten sind. Na, ich glaube, sonst habe ich jetzt alle. Ja, das sieht ganz so aus. Obwohl. Ne, hier hatte ich den über. Ach nee, das. Nee, das war die vorige Runde, wo ich den roten übersehen habe. Na egal. War mal ein bisschen länger. Bin nicht sicher, ob ich den ersten roten erwischt habe. Was werden wir ja gleich sehen. Doch, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ja? Gucken wir mal. Nee, doch nicht. Wieder nicht. Okay. Ich muss eher schießen. Ey, ist doch nicht wahr hier. Vielleicht sollte ich nicht springen. Versuche ich vielleicht mal ohne zu springen. Vielleicht ist es dann einfacher. Ja, wunderbar. Wow, du bist ein Naturtalent. Der Held der Achterbahn. Hier, meine letzte Marke. Gut, dann haben wir da drei Marken. Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Nee, danke, das reicht mir erstmal. Sind nicht jeder Drachensache. So, was haben wir hier? Völlig kostenlos. Keine Anzahlung, keine monatlichen Gebühren. Dafür gebe ich dir eine Marke. Mehr habe ich nicht zu geben, aber dafür darfst du so oft fahren, wie du willst. Klar, warum nicht? Nein, mein Freund. Der Geheimagent. Der Yeti. Ah, süß. Wow.
Ach, wo kommt der Koch auf einmal her? Ui. Hier ist deine Marke. Wie versprochen, wenn du 10 Stück hast, kannst du das Drachenufer-Kino Ja. Ich glaube, der hat nur die eine für mich, oder? Denke schon. Was haben wir hier? Hi, Spyro. Du sollst ja ziemlich zielsicher sein. Möchtest du dich mal an meinem Schießstand ver... Eieiei, ein Schießstand. Ich stelle die Stoppe für dich ein. Ach so, das muss ich auch mit Dings machen. Okay, das war noch relativ einfach, aber ich hasse es mit dem Gamepad und dem Controller zu zielen, ey. Bereit für die nächste? Ja, sicher. Okay, ich. Okay, das war auch easy. Gut gemacht. Hier hast du eine Marke. Bereit für die nächste? Klar. Okay. Hier ist meine letzte Marke. Okay, ja gut, das war ja einfach. Er soll ja auch kein, soll ja auch eine Belohnung sein hier, ne? Was haben wir hier? Hey, junger Freund, ich würde dich ja gerne ins Drachenufer. Ach, das ist das Kino, okay. Du hast zu wenig Marken. Ja, okay. Alles klar. Schauen wir mal hier weiter. Spyro und sieh dir unser heutiges Angebot an. In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast. Okay. Diesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund. Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen. Keine Sorge, du tust ihn nicht weh. Na, das ist ja gut. Ich hab schon genug bei welchen weh getan. Hey, das war doch lustig, oder? Eine Belohnung, sehr schön. Zwei Stück fehlen uns noch. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Okay, krieg ich dafür noch mehr Marken? Gar nicht so schwierig, oder? Hier ist noch eine Marke. Gut, dann krieg ich hier wahrscheinlich auch die 10. Weiter, wenn du willst. Oh. Wow, du bist echt zielsicher. Hier, das ist meine Le- Sehr gut, dann haben wir die 10 Marken und ich habe gesehen, da hinten ist ein Tor, wofür das man weiter, wenn du willst, 64. Was haben wir denn da unten, oben, links, 10.000 und 64, sehr gut. Dann vor dem Kino würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Ah. Okay. Frage ist, was mir das hier bringt. Puh, na gut. Hier war meins Kino. Ist dein Glückstag. Du hast genügend Marken gewonnen, um das berühmte Drachenufer-Kino zu besuchen. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. Schauen wir uns das mal an. Ach so, das sind die ganzen Zwischensequenzen. Ja, okay. Ja gut, die brauchen wir uns jetzt aber nicht mehr, nicht alle anschauen, ne? Denke ich, brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Oder?
Doch, warum eigentlich nicht? Wir haben noch Zeit. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer, yeah! Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Riptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ripto. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ripto, das weißt du. Es klappt, ich habe einen Drachen. Boah, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Sieh an! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avalon geholt? Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Gott, du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ripto. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger, aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ripto folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommerwald, okay? Hey, immer langsam! Ah, wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi. Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Pound, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Sparrow hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Sparrow, schau, du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Bevor du das Burgverlies erreichst, Spyro, möchte ich
möchtest du vielleicht wissen, wie Riptor und seine Monster nach Avala kamen. Weißt du, letzte Woche in der Wintertundra hat der Professor an einer neuen Superportal-Technologie gearbeitet. So, das ist die letzte Kugel. Mal sehen, wir brauchen nur noch Koordinaten. Ja, wie wär's mit 22475? Mein Geburtstag. Nein, Jäger, nicht! Was? Warum könnt ihr denn nicht? Wo sind wir? Keine Drachen. Wunderbar. Rush, geh und pack meine Sachen. Wir ziehen ein. Sagt Hallo zu eurem neuen König. Professor, schalt es ab. Schnell. Oh Mann, ich sehe den Schalter nicht. Ich glaube, meine Brille ist kaputt. Rush, geh durch das Portal, Idiot! Sag deinen Freunden, sie sollen die Kugeln in Avala verteilen. Schnell! Nein! Galt! Rush, hol die Kugeln zurück! Oh, warte! Es sieht schlecht aus für Avala. Jäger, warum jagst du ihn nicht? Ja, ich hätte ihn ja gejagt. Aber hat er nicht gesagt, dass er keine Drachen mag? Professor, kann uns vielleicht ein Drache helfen? Ja, ich glaube schon. Wir brauchen eine Welt, die besser dafür geeignet ist, eins dieser Wesen abzufangen. Zum Beispiel Glimmer. Nein, Crunch! Diesen Dummkopf magst du ja besiegt haben. Aber Galb ist dir haushoch überlegen. Mach schon, Kleiner. Galb, komm sofort her! Mach ihn fertig und mach, dass es ihm wehtut. Galb, hol mich hier raus! Bis dann, Drache! So ein Feigling. Dieser Riptor hat genug Ärger gemacht. Seine Einmischung kostet mich ein Vermögen. Wäre Spyro nicht gewesen, wäre ich bankrott. Wenn Riptor hier wäre, würde ich ihm die Meinung geigen. Ich würde ihm sogar gern noch mehr antun. Ich war Bantammeister als Boxer an der Universität und kenne noch ein paar Moves. Nimm das und das. No! Galb, endlich ist Avala unser. Du verdienst eine Belohnung. Galb, was ist denn, Junge? Oh, die Fee. Hier, bitte. Das war mein Umhang! Drache, du gehst mir langsam echt auf die Nerven! Sag tschüss, Fackelatem! Galb? Es ist Zeit!
toll! Wow, Elora, wo kommst du denn her? Ich war bei der Burg in der herbstlichen Heimat. Die Burg ist jetzt wieder frei. Keine Spur von Ripto. Und seit du hier bist, kommen die Kreaturen von Avala endlich miteinander klar. Da du so viel für Avala getan hast, und ich weiß, wie sehr du dir einen Urlaub wünschst, wollten wir unbedingt was Gutes für dich tun. Es ist zwar nicht viel, aber hoffentlich magst du es. Oh, wow, das ist toll. Aber kommst du nicht mit? Nein. Wäre schön, aber ich muss nach dem Professor in der Wintertundra sehen. Er repariert noch das Superportal, damit du nach Hause kannst. Oh, das klingt ja sehr spannend. Ah, dann hänge ich hier mal eine Weile rum und genieße die Sonne. Hey, wo ist Elora hin? Ich folge ihr besser. Ich glaube, ich habe die Lösung, um mit dem Superportal die Drachenwelten zu erreichen. Dieser Energiekristall sollte die nötige Kraft bringen. Jetzt fehlen nur noch ein paar letzte Berechnungen. Ich glaube, ich hab's. Exzellent. Endlich ist alles vorbereitet. Wir brauchen noch viel mehr Kugeln, aber dank des Energiekristalls sollte das Superportal jetzt funktionieren. Oh! So, ihr dachtet wohl, ihr wärt mich losgeworden. Ich muss euch enttäuschen. Ich habe dem fetten Geldsack ein paar Bomben abgekauft. Schnell, der Energiekristall! Wag es nicht, Bücherwurm. Sonst bist du nur noch ein kluges Häuflein Asche. Genau richtig für mein neues Zepter. Jäger, tu doch was. Schnell! Hey! Gib ihn zurück! Ich hab's versucht. Ihr Idioten! Erst bekommt ihr mein neues Zepter zu spüren. Dann benenne ich diesen Ort um in Riptonia. Hey, Kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep. Du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halte auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert. Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen? Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Ich möchte das sicher nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Wow, danke. Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja! Ja, das war also Spyro 2 Ripto Swage mit allem, was es so gibt. Wie schon in dem vorigen Part angekündigt wird, ist Spyro 3
als Stream geben. Vorher davon werde ich aber natürlich auch die den Stream in Parts schneiden und dann bei YouTube hochladen. Also werdet ihr auch das hier bei YouTube sehen können. Damit verabschiede ich mich aber erstmal für Spyro 2. Bis der Stream losgeht, dauert es noch ein paar Tage. Und ja, ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Tschüss.